Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Ja, wir sind immer noch an diesem wundervollen Vivarium dran. Ich bin mir sicher, dass wir das hinkriegen. No. Boah, Junge, willst du mich verkackeiern? So, wir müssen jetzt das hier kopieren. Dieses eine Stück hier oben. Das hier. Kopieren. So, und das versuchen wir jetzt hier heute da dran zu machen. Das ist gar nicht so einfach. Pass auf. Kopieren und verschieben. Ja. Ich schwör's euch, ab und zu, es ist nicht schlecht, wenn ihr Trick 17, wenn ihr das, also wenn ihr es auf dem PC schon mal gespielt habt, dann kennt ihr nämlich so Trick 17. So fertige Sachen einfach nur mit einem Klick zu verschieben, ist manchmal nicht schlecht. Ihr seht hier wieder, wie gut das manchmal ist, indem man weiß, ich brauche nur das, die in die Taste drücken, das Verschieben. Und schon passt es so leicht irgendwie. Es passt nicht perfekt, aber es passt leicht irgendwie. So. Genau. Perfekt. So, jetzt holen wir uns ein Tier. Wir haben gesagt, wir wollen uns ein Tier holen. Und wir wissen auch, welche Art. Genau, Goliath-Frosch. Da haben wir ihn schon. Da holen wir uns den Jafari an Zoo senden. Rein ins Vivarium. Genau, und dann machen wir hier Trick 17. Passt sogar perfekt. Fenster 2, 3D-Fassade. Fenster 3, 3D-Fassade. Fenster 4. Das ist die falsche. Das ist das falsche Fenster. Fenster 1, 3D-Fassade. Nice. Ja, sehr schön. Also ihr seht, es kommt immer wieder zu Überlappungen. Das ist nicht zu verhindern. Kann es auch hier nicht einzeln wegmachen tatsächlich. Warte mal kurz. Können wir das nochmal... Können wir das kurz wegmachen. Und dann nur das hier anklicken. Wir können es kopieren. Beenden. Wir könnten es hier komplett kopieren, aber das möchte ich ja nicht. Sondern nur dieses Ding hier von Gruppe trennen. Ich kenne doch meine Pappenheimer. Mit Gruppe trennen ist manchmal so viel schon getan, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich, wirklich frech manchmal schon. So. Jetzt flimmert es hier immer noch übergangsmäßig, aber gut, das kann man, da kann man nichts ändern. So, jetzt pass auf, Tiere. Oh ne, wir müssen Gehege. Stopp, hat der jetzt alles, was er braucht? Bist du happy? Na gut, fehlt uns die Forschung. Layout 40%, ja gut, das ist...
brauchen wir fürs Gehege? Nur das Ding nicht. Der Ort taugt mir nicht dafür. Da rausklick, ist es wieder weg. Okay, gut, ja, dann weißt du was? Machen wir es so, ist einfacher. So, wie kann man die Dinge wieder? Wenn ich Kreis drücke, bin ich mich komplett draußen. Das will ich ja nicht. Ich kann hier näher und weg. Das ist schön und gut. Genau, Ansicht anheften. Nee, will ich nicht. Schließen. Danke. Können wir das irgendwie cool da drauf setzen? Mal kurz. Wenn ich hier nah hingehe. Hier praktisch hier reinsetzen. Komm schon. So, genau. Und dann ändern wir noch die Farbe, dass ein bisschen mehr Oh mein Gott. So, und jetzt erzählst du mal. Ich will nicht noch ein... Sag mal. Boah, also steuerungsmäßig müssen wir unbedingt noch was machen hier. Das passt mir noch gar nicht. Yep. So. Schauen wir uns mal Richtung Orange. Jetzt sollen wir die ein bisschen braun machen, das wäre nice. Müssen wir erst nach oben zum Orange. Da ist natürlich jetzt das Blöde. Wir haben so. Ach komm. Warum? Ja, als ob ich Farbcodes, also sag mal. Alter.
Was ich mich gerade frage. Aha. Perfekt. Das mit den Lautsprechern wird, ja, das wird nicht unser perfektes Ding werden, kann ich euch gleich sagen. Jetzt pass auf, probieren wir es hier nochmal, ob wir die Winkelausrichtung hinkriegen. So, und jetzt erklärst du mal, wie ich den drehen soll. Ranzoomen, rauszoomen, Achse wechseln. Ist automatisch. Springen hier. Okay, wir kriegen das noch hin. Ich schwör's euch, wir kriegen das noch hin. Wir kriegen das noch hin. Es passt. Es passt. Wir wissen, dass da jetzt ein Goliath-Frosch drin ist. Ich habe keine Ahnung, wo er drin ist. Lasst uns schnell nachschauen. Dartschilder. Der kleine Frosch. Aber das Gehege ist fertig. Das haben wir wurscht. Das Gehege ist fertig. Sehr gut. So. Da haben wir Toiletten. Da ist der Goliath-Frosch jetzt mit drin. So. So, da können wir mehrere machen von denen. Genau, so haben wir vier Bänke. Dann kopieren wir die da mal noch. Also wie gesagt, ich möchte es halt gerne in diesem selben Stil halten. Was nicht unbedingt gerade einfach ist. Da kann man für ein bisschen Abstand sorgen. Gehabt. Aber wie gesagt, ich möchte es auch nicht zu weit jetzt verschieben. Genau. Da soll ein Gehege hin. Da wird hier unten das Ding hin. Das müssen wir mal schauen. Also das möchte man möglichst, oder möchte ich möglichst behalten. Wie kommen die denn da aktuell unten in dieses Gehege überhaupt rein?
super. Ja. Oh, schlau gemacht. Okay. Hoppala. So. So, da mal Spendenboxen, das ist gut. Plus Büsche und Bäume. Bänke, jawohl. Und wenn wir jetzt da noch ein Vivarium hinkriegen würden, das wäre halt so urperfekt. Aber das wird nicht funktionieren. Ist kein Problem. Schade. Lass mich mal kurz gucken. Jawohl. Yes. Wir brauchen Wege. Lass uns mal da kurz dabei. Mhm.
ganz oben sehen. Da oben sehen wir es. Seht ihr das? Dass wir nicht ganz so gerade sind, wie ich es gerne hätte. Das ist aber hier gar nicht so einfach. Also wie gesagt, es ist wesentlich einfacher auf dem PC. So, sind wir da, da sind wir drin, da sind wir drin. Da sind wir nicht mehr drin. Okay. Da sind wir drin. Ne, nicht ganz. Oh, warte mal, ist das zu klein? Weil wir sind da nicht drin und wir sind da nicht drin. Das ist schlecht. Also es schaut auf beiden Seiten raus. Schlecht. Schlecht. Warte mal, wenn das natürlich weiter oben ist. Wenn wir keine Treppen brauchen. Das weiter oben ist. So, jetzt brauchen wir Treppen. Hier sehen wir schon die Treppen. So, bräuchten wir nichts. Gut, es wird hinten. Oh, es wird da ordentlich schweben. Das ist natürlich nicht schön. Okay. Vom Prinzip her gut, von der Umsetzung her nicht so gut. Wir bräuchten einen ziemlich ebenen Platz, deswegen sage ich ja, es ist gar nicht so einfach, dass wir hier was Konkretes finden, was so ausschauen soll, wie es ausschauen soll am Ende. Vom Ding her, das Haus wäre gut gewesen, aber ich glaube, das Vivarium ist minimalst größer, kann das sein? Frage ist auch, ob wir einfach das Vivarium praktisch dahinsetzen können, ohne dieses Haus. Das ganze Haus auch mal kurz abreißen. Gut, die können wir ja mal behalten. Die sind ja nicht schlecht, die Dinger. Aber das Gehege einfach... Ja genau, bauen wir einfach... Das ist, wie gesagt, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum das jetzt auf einmal hier so ein Riesendrama ist. Also ich glaube, das Spiel wird vielen Spaß machen. Aber ich glaube, es werden sich noch mehr über die Bautechnik beschweren. Und ich glaube, am Ende wird das dann der Punkt sein, warum viele sagen, die PC-Version ist besser. Und mein Problem ist, ich kann es ihnen nicht verübeln. Weil ich in vielen Punkten derselben Meinung bin. Also es ist viel machbar, seht ihr selber, es ist viel machbar. Wir haben jetzt hier denselben Punkt gesetzt, wie gesagt, es überlappt sich nicht, es schaut gut aus. Aber es fehlt immer eine Kleinigkeit. Es fehlt immer eine Kleinigkeit und das finde ich schade.
Wobei ich sagen muss, ich habe das Gefühl, dass sie sowieso schon an bei paar Sachen, nenne ich es mal, die richtigen Schritte gemacht haben, um Sachen cool ausschauen zu lassen, um Sachen bisschen anders zu machen, als es vielleicht eigentlich der Fall gewesen wäre, als es vielleicht geplant war. Wobei ich sagen muss, wir kriegen das jetzt gerade eigentlich relativ gut hin für das, was ich eigentlich geplant hatte. Gut, was man natürlich jetzt eigentlich gleich, was ich gleich machen muss hier, ist hoppala. Diesen Weg reinbaut. Und ich wieder hier nichts sagen kann. Ah doch, schon geht's sogar. Genau so. So, und dann können wir natürlich hier sagen, kopier dich mal kurz. Wir setzen dich hier rein. Wirklich Mühe, dass wir es hinkriegen, teilweise. Das hat sogar geklappt. Freut mich. Genau. So, jetzt fehlt mir das Dach da drüben noch. Jetzt müssen wir schauen, dass wir irgendwie dieses Dach hier, nur dieses Dach hier, das hier. Warte mal kurz. Wenn wir das noch irgendwie darüber kriegen, das wäre so cool. Reetdach, hier genau.
wenn das ein Reetdach ist, dann müssten wir das beim Bau auch finden können. Architektur. Dach. Gehen wir nochmal Bau. Dach. Na, da haben wir sie schon. Da haben wir sie schon. Da haben wir sie schon. Reetdach 2 Meter. Siehst du, wenn wir jetzt da draufklicken. Hier auf dieses Vivarium. Ah, oh, schau, es geht nicht. Okay. Wenn wir das anklicken, geht auch nicht. Warum können wir dieses Reetdach jetzt wieder nicht bearbeiten? Das verstehe ich nicht. Es gibt ein paar Dinge, die ergeben sich mir noch nicht schlüssig. Sehen, dass es hier einen Rundholzwandboden gibt. Genau, so wie hier. So, jetzt haben wir das da drauf gelegt. Und jetzt da. Gehen wir hier mal raus und versuchen das mal ein bisschen. Nee, Z. mäßig in diese Richtung zu verschieben. So. So. So, um alle Seiten was davon. So, genau. Und auf dieses Dach. Ach, hör mir auf. Und das geht jetzt? Tatsächlich, ja, da können wir es. Ah, warte mal kurz. Also auf jeden Fall nicht mit dem Bewegen, macht es nicht mit dem Bewegen-Ding, versucht es wirklich mit diesem Teil hier zu machen, weil ich habe das Gefühl, dass das wesentlich besser ist und wesentlich koordinierter ist, wenn ihr versucht, hiermit was zu machen. Sagt mir zumindest mein Gefühl. Heißt nicht, dass es absolut hundertprozentig stimmt, aber mein Gefühl sagt mir, das macht mehr Sinn. Und sieht gerade auch definitiv so aus. Also gut, wir haben jetzt hier so eine kleine Hütte, das schaut schon mal nicht schlecht aus für ein zweites Vivarium. Wir haben das andere Vivarium da drüben. Bedeutet für mich jetzt, diesen Punkt. Ich möchte diesen einen Punkt. Nein, nicht das Reetdach. Diesen Punkt. Na, mach doch trotzdem. Aber das Reetdach hat doch diesen Punkt doch nicht drin. Nee, schauen Sie es da. Ne,
ist es automatisch dieses Dach komplett. Okay, gut, dann ist es so. Genau, wir brauchen jetzt auf jeden Fall wieder ein Vivariums-Ding. Einrichtungen. Den kopieren wir jetzt nochmal. Schieben den dahinter. Stopp. Das. Jawohl. Und sagen dann mit Z, wir schieben ihn da hinten an die Wand. Jawohl. Ja, uns kann niemand was. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. So, nachdem wir das jetzt geschafft haben, können wir da jetzt auch nochmal sagen, wir wollen nochmal mit X ein bisschen verschieben, sodass er innerhalb dieses Dings ist und den Weg nicht gefährdet. So. Dann brauchen wir noch einen Lautsprecher. Wir kriegen dieses Gehege heute noch fertig. Dieses zweite. Und das dritte Gehege ist dann wieder was ganz anderes, weil da wartet, glaube ich, noch mehr dann auf uns. So. Und den setzen wir da rein, sodass ihn niemand... Wo ist er denn jetzt? Ah, schwebt er da im... Oh Gott, oh Gott. Minimal, jawohl. Z bisschen in die Richtung. X bisschen in die Richtung. Z bisschen in die Richtung. Du. Probieren wir es nochmal, aber diesmal zoomen wir gleich da unten hin und sagen Einrichtung. Und dann setzen wir ihn gleich da unten rein und sagen Ha! So, dann kriegen wir das auch hin. Ich schwör's euch, das kriegen wir noch hin. So, jetzt brauchen wir oben diese Balken noch. Das waren diese Teile hier, die fand ich cool. Ehrlich, die fand ich sehr, sehr cool. Vier Stück brauchen wir von denen. Müssen wir gleich mal auf Z gehen. Die müssen wir nämlich nach Z drehen. So dass die hier uns wieder passen.
Genau. Und dann bewegen wir sie nach Y. Okay, das ist natürlich jetzt crazy shit, wenn wir die nach Y bewegen müssen. Aber sie passen fast. Und fast ist, finde ich, tatsächlich sogar sehr, sehr gut passend. Na, minimal nochmal drehen. Ja. Genau. Ah, okay. Man lernt dazu nochmal drehen und zwar, wenn ich das richtig sehe, nach X. Genau, so. Passt immer noch nicht ganz. Aber jetzt. Genau. Und dann können wir sie nach Y schieben. Und jetzt nach X. Genau. Jetzt wiederum nach Z. Ein bisschen nach unten. Genau, und jetzt da dürfen wir tatsächlich noch mal nach Y drehen und dann haben wir es. So. Und dieses Ding dürfen wir jetzt noch mal kopieren. Oh shit. Nur dieses eine Ding. Und dann setzen wir dich hier hin. Genau, dann kopieren wir dich nochmal, weil wir es können. Was habe ich jetzt gemacht? Das ist, also wie gesagt, es gibt viele Sachen, die noch verbessert werden müssen und das ist definitiv eine davon, weil das geht gar nicht. Wenn ich sagen will, ich möchte das kopieren. So, jetzt haben wir wieder die Bewegungsdinge, die ich nicht haben will. So, das passt ja super schön, gut, Weltklasse, das ist mega, wirklich. Was ich nicht mega finde, ist, wenn ich dann sagen will, ich möchte es, wie soll ich sagen, drehen. Oder eigentlich nur nach Winkeln verschieben. Und dann macht es so viele Probleme, das ist uncool. Das ist uncool. Oh, das haben wir sogar, glaube ich, diesmal ganz gut getroffen. So, müssen wir eins nach unten gehen und dann mit X verschieben. Na schau, so gut haben wir es gar nicht getroffen. Siehst du? Habe ich gedacht, dass wir es besser erwischt haben, als wir es erwischt haben.
eine Sache und es ist nur diese Sache. Kopieren und dahinter verschieben. Naja, ich weiß, was mir da fehlt. Deswegen schaut das so komisch. In Anführungszeichen, deswegen schaut es so komisch aus. Wir brauchen hier so einen Baumstamm, wie wir es hier auch haben praktisch. Nur ein so ein Baumstamm. Frage ist, ob wir den finden. Weil das ist natürlich immer eine Wand gewesen. Finden wir einen Baumstamm, der genau so reinpasst. Hier ganze Platten, Rundholz, aber wir haben keinen Baumstamm. Dick. Viel zu hoch. Ja. Warum ist auf einmal wieder dieses Ding aktiviert? Ich verstehe es nicht. Nein, keine Bewegungsausrichtung zum Teufel, Alter. Wie mir das auf den Sack geht, ehrlich. Genau, und da sollst du stehen. Genau da sollst du stehen. Ob es jetzt passt oder nicht, ist mir völlig wurscht. Naja, ganz wurscht ist mir auch nicht, aber vom Prinzip her schon. Weil du stehst eigentlich genau da, wo du stehen sollst. Können noch ein bisschen in X-Richtung verschieben, ja. Genau, aber jetzt da stehst du genau da, wo du stehen sollst. Ist nicht perfekt. Ist nicht perfekt. Aber ich glaube, es bringt das Prinzip rüber. So. Ah. Markt für Vivarientiere. Oh, das ist alles, was es gibt.
Das ist nicht viel. Und alles für eine bescheuerte Schnecke. Alles für eine bescheuerte Schnecke. Schaut gar nicht so schlecht aus. Es fehlen Bänke, es fehlen Mülleimer, es fehlt Spendending. Ja, können wir hier noch kopieren. Also, was ich dringend verbessern muss, Fakt, ist die Steuerung. Ganz, ganz dringend. Halleluja. Also, ich brauche eine Stunde auch am PC, aber ich schwöre euch bei Gott, dann sieht das ganze Gehege anders aus. Das verspreche ich euch. Das Gehege sieht anders aus, wenn ich das eine Stunde lang am Ding mache. Halleluja. Aber lasst mich euch sagen, ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Also ich habe schon schlimmere Gehege gebaut. Und ich muss sagen, für den Anfang hier ist es nicht schlecht. Aber ja. Für den Anfang ist es nicht schlecht und alles für eine Schnecke. Ja, aber schaut nicht schlecht aus, wie gesagt. Also es könnte wesentlich, wesentlich schlimmer ausschauen, was wir hier gerade gebaut haben. Deswegen bin ich eigentlich sehr zufrieden, nenne ich es mal. Es ist nicht perfekt, aber ich bin eigentlich sehr zufrieden. Was ich jetzt gerade machen wollte. Freikammer, ja gut, ich wollte halt hier eigentlich so ein schönes Thumbnail hinbekommen, aber ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren als Thumbnail. Das könnte ganz gut funktionieren. Alter Verwalter, ey, jetzt haben wir zwei Tierarten mehr, glaube ich, oder? Jawohl, 11, das heißt 12, hier kommt irgendein großes Affentier noch rein. Müssen wir mal schauen, was es wird. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, sagt Ciao und Frau, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe dann, dass wir ein bisschen flüssiger zurechtkommen als das, was wir jetzt gerade für unseren Frosch und heute für unsere Schnecke hingebracht haben. Aber ja, ich glaube, es ist ganz in Ordnung. Ich glaube, es ist ganz in Ordnung, wie gesagt. Müssen wir mal gucken. Brauche ich hier, glaube ich, für die auch noch ein Thumbnail. Warte mal kurz. Aber ja, steuerungstechnisch muss sich was ändern. Ich muss mal schauen. Ich glaube, es gibt doch eigentlich für die PlayStation noch eine Tastatur. Oder irre ich mich jetzt da? Kann natürlich jetzt auch sein, dass ich mich fett irre. Dann tut es mir natürlich leid. Aber ich dachte, es gibt noch. Oh, das ist auch eine coole Kamera.
Ich dachte, es gibt noch eine. Wie heißt's? Verdammte Axt. Fällt das Wort nicht ein. Ja, dann ist, glaube ich, auch wurscht. Wenn es mir nicht einfällt, dann fällt es nicht ein. Ach so, doch. Ich dachte, es gibt noch eine Tastatur für die PlayStation. Vielleicht auch mit Maus. Das wäre natürlich. Boah, das wäre natürlich richtig krass. Aber ja. Also, es ist deutlich, deutlich einfacher zu spielen auf dem PC, nenne ich es jetzt mal so böse. Also, das merkt man dann schon. Aber ja, wie gesagt, schauen wir mal, dass wir da noch was Schönes hinkriegen. Vielleicht noch so eine kleine Blase da hinten oder so. So wie wir es da oben auch gemacht haben. Ich kann es nur hoffen, dass wir da mal was Tolles hinkriegen und vielleicht noch mal so ein schönes Affengehege hinkriegen. Aber ja, wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein. Ist auch okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Sagt, schau mal vor, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Tschüssikowski.